Hallihallo. Heute vom Dach bei Rumpeltours. Wir müssen mal das Dach ein bisschen neu streichen. Deswegen bin ich hier oben drauf. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch gleich. Und warum wir das neu machen müssen. Ist nämlich einiges wieder abgeplatzt von der Grundierung. Woran das liegt, keine Ahnung. Wir werden aber auch dann jetzt gleich, wenn das trocken ist, die fertige Farbe noch aufbringen. Und dann sollte es hoffentlich halten. Und so sieht es im Moment auf dem Dach vom Rumpeltourslaster aus. Ich habe gestern schon alles abgekerchert und sauber gemacht und gefegt. Da waren ein Haufen Tannennadeln drauf. Da ist vorne, das ist unser Solarpanel und die Dachluke vom Badezimmer. Wie man hier sehen kann, fehlt auch auf dem Dach vom Laster noch ein bisschen Farbe. Das will ich heute zu Ende bringen, weil das Wetter echt passig ist. Ja, und leider, kann man hier ganz gut sehen, dass die Grundierung teilweise wieder abgegangen ist. Das werde ich jetzt ausbessern und dann einfach hoffen, dass es danach dann hält. Hier ist ein bisschen mehr lose. Auch hier hinten am Anbau hat es leider nicht so gut gehalten wie gehofft. Stellenweise ja, stellenweise nein. Das kann aber auch jetzt am Winter gelegen haben und dass eben nur die Grundierung drauf war. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Das machen wir jetzt neu. Und dann gucken wir mal, ob es hält. So, und weiter im Text. Das Dach ist soweit fertig. Zumindest was noch da war an Grundierung, das wird schon passen. Als nächstes müssen wir jetzt mal das Fahrrad rauskippen. Und dann fangen wir hier vorne an der Stirnwand einfach mal an. Was das ist. Was ihr gerade gesehen habt, das zeige ich euch gleich. Es geht nämlich um das hier, den Kotflügel. Vielleicht könnt ihr euch ja daran erinnern, dass er ein bisschen rostig war. So sieht das Ganze aus, wenn man ein bisschen dran geschrubbt hat mit der Zopfbürste. Nicht mehr so viel von über, deswegen schneide ich jetzt gleich großzügig Fläche raus. Und das da ist der Rest eines Stück Spachtel. Damit die Engländer das hier alles zugeschmiert haben. Hat auch eigentlich ganz gut gehalten, aber war eben auch nur gefrickelt, wie man jetzt sieht. Deswegen machen wir das jetzt alles mal neu. Wo wir aber gerade dabei sind. So sieht jetzt die Stirnwand aus. Fertig lackiert. Das Dach vom Laster aus, fertig lackiert. Ganz oben für den Shelter hat es leider nicht mehr gereicht, da muss ich nochmal eine Dose bestellen. Aber naja, macht ja auch nichts. Also, jetzt wird geschweißt und geflext. Weiter geht's. Jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen das bisherige Ergebnis von dem Kotflügel. Den habe ich ja geschweißt, rausgeschnitten, dann doch ein bisschen mehr als geplant, weil
Das mit dem Saubermachen mit der Zopfbürste, das hat nicht so richtig funktioniert und auch nicht ausreichend. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Stück rausgeschnitten, Stück neu reingeschweißt, nicht besonders hübsch, aber das muss es auch nicht sein, das ist jetzt schon bäulig und unten die Kante stimmt auch nicht, aber mir persönlich ist sowas ein bisschen egal, weil es immer noch ein LKW ist und ist halt auch viel selber gemacht, also von daher. Ja, das werde ich jetzt gleich streichen und noch ein bisschen abdichten, die Schweißnaht, und dann machen wir den ganzen Kotflügel noch schwarz mit Branto, wie alles andere auch, und dann sieht das genauso schick aus wie einmal auf der anderen Seite. Kommt mal mit. Da. Ja, haben wir so langsam auch die letzten Stellen weg. Hier ist auch noch ein bisschen schwarz gemacht. So nach und nach werde ich das alles mit Brand ein bisschen schwarz machen. Einfach damit dann ja, der Militärlook komplett verschwindet. Und damit das ein bisschen einheitlich aussieht. Ich glaube, was ich vergessen habe, euch auch noch zu zeigen auf der anderen Seite beim Rundgang. Ist hier einmal noch die CE-Dose, ist klar. Da. CE-Eingangsstecker für 230 Volt, kennt man ja. Und hier, ganz tolle Spezialkonstruktion. Das ist unser Abwasserschlauch. Da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, ob wir das noch irgendwie ändern, weil so ganz gefallen tut mir das noch nicht, aber es erfüllt seinen Zweck, es ist fest. Ja, damit lassen wir halt unser Abwasser ab. Und wen es noch interessiert, hier unten drunter, das werde ich auch gleich noch machen. Da ist der Auspuff von der Standheizung. Und den muss ich da, man kann es erkennen, noch eindichten, da fehlt noch was. Da. Da habe ich jetzt endlich mal hitzebeständige Dichtpaste noch besorgt, dass das noch gemacht werden kann. Ja, und wenn wir das haben, dann geht es drinnen weiter. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Sind noch so ein, zwei Kleinigkeiten passiert. Und zwar haben wir mittlerweile eine Schiebetür. Das ist jetzt provisorisch noch mit der USB-Platte hier. Da kommt auch noch eine Multiplex-Platte hin. Ups. Aber es funktioniert. Wir können die Dusche schön abtrennen. Und das Klo quasi als eigenständigen Raum machen. Ja. Wird noch ein bisschen gepimpt das Ganze und dann endgültig erst eingebaut, wenn die richtige Tür, ja, das richtige Brett dafür quasi da ist. Aber es passt soweit erstmal. Ansonsten baue ich hier innen gerade noch Schubladen. Hier unten das mit den Körben, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das gefällt mir nicht so ganz. Da bin ich im Moment am Schubladen bauen. Das sind von IKEA. Diese Besta-Auszüge, hier auch im Test quasi mit einer, das funktioniert auch schon mal. Einmal drauf drücken und dann kommt das raus und nochmal wieder fest. Also es klappt eigentlich und ich denke mal, dass es auch einigermaßen pistenfest sein wird. Wir haben zusätzlich dazu noch eine Kindersicherung gekauft, auch von IKEA, und ja, damit werden wir das dann endgültig sichern. Mal schauen. Naja, es bleibt viel zu tun. Aber so ist das halt, ne? Macht ja auch Spaß.